Und hier geht's noch weiter runter in den Staub. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wo ich hier hin soll. Also ich kann jetzt hier erstmal wieder einiges erkunden. Das Blöde ist halt wirklich nur dieser elende Staub. So, und hier scheint Schluss mit lustig zu sein. Oder auch nicht. Das ist also nur so ein Na, wo schreist du? Das war ein Skelett. Hier haben wir auch mal wieder Rattenfleisch und ich muss mal wieder ein Soda-Getränk oder zwei zu mir nehmen. Wo hat er denn jetzt geschrien? Also so langsam bin ich mir ja sicher, dass wir nicht die ganze Zeit hier im Staub rumlaufen sollten. Aber ich weiß wieder nicht, wo der Kerl geschrien hat und ich würde natürlich gerne alles mitnehmen, was geht. Und solange hier auch immer wieder Soda-Drinks und Wasserflaschen rumliegen, kann man das ja auch machen. So, hier hat er auf jeden Fall das erste Mal geschrien. Ich höre ihn hier total laut auf meinem Ohr. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Seltsam. Tja, und so langsam gehen uns hier auch die Sachen aus. Das heißt, ich muss dann jetzt doch einfach mal weiter hier. Und da schreit dann auch wieder der Nächste. Also das ist so ein kleines Déjà-vu. Das kommt mir jetzt genauso vor wie in der letzten Schlucht mit Staub, wo man so ein bisschen ziellos in der Gegend rumläuft und dann vielleicht irgendwann mal irgendwo einen findet. Aber hier ist es ja auf dem Dach wieder relativ offensichtlich. Ich gucke jetzt hier erstmal, ob hier nicht irgendwie wieder uns jemand in eine Falle locken will, aber ich sehe niemanden. Moment mal, das ist doch... Genau, das ist sie da hinten mit den drei Typen. Und da hinten sind die, die diese Tomaten haben wollten. Alles klar, dann weiß ich ja jetzt Bescheid, wo wir sind. Und dann gehen wir jetzt erstmal ein paar Leuten helfen. Wir haben ja die Zigaretten für den einen Typ, der müsste auch da hinten auf dem Dach sitzen. Und wir haben genug Schuss, dass wir die Frau befreien können. Also doch kein Déjà-vu, sondern tatsächlich dieselbe Situation. Ich gebe jetzt erstmal dem Kerl hinten seine Zigaretten und dann gehen wir noch ein Stockwerk höher und befreien die Frau. Young man, you have arrived just in time. Das kennen wir ja schon alles. Where did you get it? Never mind. Let me just gaze at it for a moment. At some point the emergency shelters downtown became too damaged to be habitable. I don't know what they expected. They were bursting at the seams. And the continued quakes just tore them apart. There were some smaller ones to the north that people said were in better shape. But I can't say for certain if anyone's still actually there. Okay, der hat keinen Nachsatz für uns. Also,
keep your dignity and integrity. It's all we got left. Scheinbar muss man sich bewegen, damit die ihren letzten Satz sagen. Werde ich demnächst ein bisschen früher rumrennen und nicht warten, bis die fertig sind, damit ich wieder was erzählen kann. Muss man ja nur wissen und dann kann man sich daran halten. So, ich hoffe jetzt hier, die drei kommen nicht nochmal. Aber wir haben ja jetzt auch unseren Crossbow dabei. Ich nehme mal den Crossbow und guck mal, was passiert. Aber leider kommen die gar nicht. I thought you were gonna leave me trapped here. You know, a lady told me there were a couple of emergency centers set up for isolated women and children right after the event. One of them was in North Haventon, but that was in the early days. I don't know if it was wrapped up well enough to resist the dust. It might be worth taking a look there. Ja, können wir ja dann bei Gelegenheit mal machen. I hope we meet again, so I'll have the chance to repay your kindness. Und auch das will ich hoffen für sie. Also haben wir jetzt schnell den beiden hier geholfen, die wir beim letzten Mal zurücklassen mussten. Na, ich wollte doch auf die Karte so rum. Und dann können wir jetzt auch nochmal gucken, ob wir für den Kerl hinten eine Batterie finden, die Tomate oder den Apfel oder was auch immer die da auf dem anderen Dach haben wollten, habe ich ja immer noch nicht. Aber ich gehe jetzt hier erstmal rechts rum, da kommen wir nämlich erstens zum Sender. Too high to drop from here. Und zweitens können wir halt dem einen Typ auch noch helfen. Denn nachdem ich mir meine letzte Aufnahme angeguckt habe, habe ich gesehen, ich erzähle da am Anfang von, ich glaube Folge 6 ist es, dass wir ja auch auf jeden Fall mal hinten auf dieses Dach kommen könnten und dann mache ich es einfach nicht. Also da wollte ich auch nochmal vorbeischauen. Das müsste hier das allererste Haus im Staub sein. Aber erstmal müssen wir wieder aus dem Staub raus, sonst ersticken wir. Das wollen wir ja auch nicht. Und aus dem Inventar habe ich eben so viel Zeug verbraten. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen sparsamer mit umgehen. Genau das Haus hier meinte ich. Denn da oben leuchtet auch was auf dem Dach, ist mir aber beim ersten Mal einfach nicht aufgefallen. Das sehe ich erst jetzt. Also beziehungsweise ich habe es in der Aufnahme gesehen. There's enough rubble here. Probably can just climb up into the ship. Und das ist ja jetzt schon fast dreist. Also da war ich ja schon, hab da Zeit verschwendet und im Endeffekt muss ich jetzt erst dahin. Und muss hier feststellen, dass ich noch eins rüber muss. So, das schaffen wir noch, ohne wieder was zu benutzen. Dann sind wir nämlich auch mal hier oben. Ein Toter, ein weiteres Dach und mal gucken, was da geleuchtet hat. Und das ist tatsächlich die Batterie für den Kerl da unten. Na gut, ich gucke trotzdem mal schnell wieder auf das andere Dach. Und habe da unten auch was leuchten gesehen. Und irgendwer hustet hier auch. Ob ich hier einfach rüberspringen kann. Genau, das geht. Und da sitzen wir zwei. You want to know what life is worth now? Nothing. Not a cent. Here comes a lonely hero. Hey. He's gonna find me the last bottle of wine on earth. Da hat sie recht. I like a man who knows how to charm a woman. There was an evacuation effort. Not much of one, if you ask me. But they did make a makeshift attempt.
Boats, mostly. Not enough to go around. They took the children first. That's why there are more older people here still left in the city. Ihr seid die ersten beiden, die ich sehe. Aber auch ein besonders nettes Paar. Und dann sollen die sich mal betrinken hier. Für ihren Lebensabend. In dieser schönen Stadt. Aber dann sind wir unsere Weinflasche auch schon wieder los. Da hat sich wenigstens gelohnt, dass wir die aufbewahrt haben. Und hier kann man jetzt auch wieder in aller Ruhe erkunden gehen, ob hier nicht doch noch irgendwo was ist. Aber wie so oft, wenn ich sage, ich gehe hier mal erkunden, gibt es dann doch nichts zu holen. So, mal eben auf der Karte geguckt. Hier kann man also... Ah, jetzt verstehe ich, was diese Zeichnung da sollte. Hier kann man also wieder Richtung Henry runterrutschen nachher. Also bin ich hier auch einfach wieder ein bisschen zu früh dran. Und da hat wahrscheinlich jetzt der von unten nochmal gerufen. Also helfen wir dem jetzt auch mal. Dann wird das jetzt hier die Aufnahme mit der großen Hilfsaktion. Wie ging's denn hier nochmal zurück? So, und obwohl ich hier keine großen Hoffnungen habe, kletter ich auch mal hier hoch. Wenigstens gucken und... Na gut, dann ist da wieder nichts. Hier haben wir gesucht und dann geht's jetzt abwärts. Erstmal kriegt er hier endlich seine Batterie. Hey, you! Please do something, I'm stuck here! Oh, you did it, man. It's been a year now and still the quakes haven't stopped. I swear it was only a matter of time before I got caught under a pile of rubble. Thanks, man, you saved me. Hope I can return the favor someday. So, und jetzt geht's wieder auf in dieses Bürogebäude, wo wir schon mal waren und wo wir nicht weiter durften. Aber jetzt dürfen wir da hinten weiter. Da leuchtet jetzt schon der Checkpoint. Und ganze 9 Wiederholungen haben wir auch schon angesammelt. Das dürfte ja jetzt erstmal ein bisschen vorhalten. So, und hier bleibt mir gar nichts anderes übrig, als in den Checkpoint reinzulaufen. Da sind wir jetzt wieder ein ganzes Stück weitergekommen und ich mache wohl erstmal wieder eine Aufnahmepause. Also dann, bis zum nächsten Mal.